Dem Markt voraus. Gedanken und Prognosen zur Fleischbranche mit ihrem Gastgeber Fritz Gempel. Servus aus Kastel bei Altötting. In der heutigen Folge von Dem Markt voraus geht es um die Wurst. Genauer gesagt, es geht um Wurstmarketing. Also um die Frage, wie wird Wurst vom Metzger etwas Einzigartiges? Wie wird sie besser als Wurst von irgendwoher? Zu Beginn, wenn wir uns damit befassen, sollten wir einige Fakten anerkennen. Erstens, auch die Fleischwarenindustrie macht sehr gute Produkte. Hinsichtlich dem, was man in einer Wurst messen kann, beispielsweise der Gehalt an reinem Fleischeiweiß oder dem Fettgehalt, kann Wurst aus der Industrie auch sehr gut sein. Das Metzgerhandwerk gewinnt im Wettbewerb um die Wurst mit ganz anderen Werten. Da ist etwa der verantwortliche Metzgermeister. Der macht seine Wurst nicht so, dass sie billig oder dass sie lange haltbar ist. Der macht sie so, dass sie ihm selber schmeckt, dass er sie gerne seiner Familie auftischt, dass er stolz darauf ist. Zweitens, wenn wir von Wurst reden, reden wir im Metzgerhandwerk von Fleisch. Deshalb erkennen wir schon heute, alle Themen, die derzeit beim Fleisch wichtig sind, die werden früher oder später auch bei der Wurst von Bedeutung sein. Diese Themen heißen Herkunft und Tierwohl. Drittens, Wurst ist etwas Emotionales. Bei einigen Wurstsorten klingt ganz stark die Heimat und die Kultur durch. In Hessen ist das die Ahlewurst, in Franken ist das die fränkische Bratwurst. Wir sind heute hier in der Metzgerei Spürkel in Kastel bei Altötting und da geht es natürlich um die Weißwurst. Wenn der Andreas Spürkel seine Weißwurst lobt, dann lobt er zunächst einmal die Bauernfamilie Kellner aus Aften bei Tittmoning, denn da kommen die Kälber, genauer gesagt die Vollmilchweidekälber her. Wir schauen uns zunächst mal die Kälber auf der Weide an. Ja, es geht um Weidefleisch, die natürlichste Tierhaltung von jeher. Und wir wissen alle, Weidehaltung, das bedeutet aus Gras wird Milch und Fleisch. Und weil diese Vollmilchweidekälber auch Gras fressen, ist ihr Fleisch auch wunderschön kräftig rosa. Vollmilchweidekalb, das ist allen Fachleuten klar, so etwas geht nur als Ganztiervermarktung. Denn nur Edelteile, etwa nur Oberschalen verkaufen, das geht mit dem Vollmilchweidekalb natürlich nicht. Wir wissen, das ganze Tier ist ein Edelteil. Deshalb liegen in der Fleischtheke der Metzgerei Spürkel auch so Sachen wie der Kalbsnierenbraten und andere Bratenstücke. Und zusammen mit der Wurstherstellung, beispielsweise der Weißwurst, ist das dann auch die Vermarktung des ganzen Tiers. Wir gehen jetzt mal rein zum Andreas Spürkel, schauen ihm beim Zerlegen und später beim Wursten zu und erleben dieses Wahnsinnsargument, dass in diese Weißwürste das Vollmilchweidekalbfleisch verarbeitet wird. Gehen wir rein. Herr Spürkel, das war jetzt eine tolle Erklärung zum Vollmilchweidekalb. Wenn ich mich daran erinnere, wie ich aktiv als Metzger gearbeitet habe und wir haben Kälber eingekauft, das waren immer Riesenapparate wie Elefantenkälber. Meist aus Holland. Sind Sie doch so gut und erzählen Sie mal unseren Zuschauern, wie würde so ein halbes Kalb ausschauen, wenn es nicht ein Vollmilchweidekalb, sondern ein konventionelles Kalb wäre? Ja, die sind ja nur getrimmt und gemästet worden auf schnelles Wachstum, beschleunigte Muskulatur, Zuwächse und dabei war sicherlich hier die Oberschale schon ganz wie ein Elefant oder nahezu ein Bodybuilder. Und eben auch die Fleischfarbe, das wäre sicherlich nur hell, nur fast schon nahezu schneeweiß sind diese damals gewesen. Und heute haben wir eine schöne dunkle
Roséfarbe bei unserem Kalb. Den Rücken abgetrennt von der Keule, das war dann die Pistole, und parallel den Bauch. From nose to tail, wir schauen mal, dass wir alles nutzen, auch den Bauch, da macht man einen schönen Kalbsnierenbraten für die Mittagsküche am Sonntagmittag. Und jetzt sieht man da die schönen Knochen und das Rostbeef oder Gelände, aber mir lassen wir schöne Kalbskoteletts. Das ist genau das, was wir uns vorstellen für ein Kurzbratstück, ein Kalbskotelett oder auch gebacken in schönen Butterschmalz. Und das Filet schneiden wir schon raus. Und auch der Rücken, die Lende, die ist ja eben bei unserem Weidevollmilchkalb nicht so ausgeprägt, wie vorher besprochen bei so einem holländischen Elefanten, hätte ich bald gesagt, sondern langsam wachsen und nicht zu super konvex, nicht zu ausgeprägt. Und darum ist auch die Preisgestaltung eine andere. Ich habe nahezu viel Knochen und nicht überaus große Mengen an Magerfleisch. Und darum ist eben die Kalkulation für unsere Weidevollmilchkalb gegeben, dass wir da ein bisschen hochwertiger sein müssen im Preisgefüge gegenüber dem klassischen holländischen für die Gastro, sage ich mal. Jawohl, dann werden wir das Filet rauslösen. Vom Rücken schneiden wir uns ein paar Kotlets runter. Bei Rüben habe ich einen schönen Muskel, wiederum from nose to tail. Während die zwei Kollegen dieses wunderschöne Vollmilchweidekalb zerlegen, das eine, für mich vor allem eine grandiose Fleischfarbe hat, aber wir haben etwas mitgebracht aus dem Deutschen Fleischermuseum aus Glöttingen. Das ist eine uralte Schautafel für Metzger, die Metzger beispielsweise in der Ausbildung in der Berufsschule gehabt haben, wo die Fleischteile des Kalbes gezeigt werden. Das Schöne an diesem Bild ist, dass man bei dem Kalb, das hier abgebildet ist, von den Proportionen her, auch so ein richtiges Bauernvollmilchkalb sieht. Die Zeichnung hier, diese Grafik, stammt aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und diente damals der Metzgerausbildung. Und man sieht damals noch ein Kalb, so wie wir es heute wieder haben wollen, lange bevor man auf die Zeit gekommen ist, dass man alles ausmetzen wollte und die Menschen immer noch größer sein mussten. Vielen Dank an das Deutsche Fleischermuseum. Wir haben jetzt das Kalbfleisch gewonnen und da dann noch Schweinefleisch dazu und einen Speck. Und dann machen wir ein schönes Brät für unser Weißwurst. Und zum Brät machen brauchen wir eben unseren Kutter. Der Schneidmischer, in Bayern ist das der Blitz. Und der Kutter kommt eben von to cut, vom englischen Schneiden. Wir haben eine rotierende Schüssel und eben scharfe Messer mit hoher Drehzahl. Für den Schritt davor wird unser Fleisch gewolft. Gut gewolft ist halb gekuttert. Über unseren Wolf wird es dann runtergewolft, runtergelassen und mit zwei Messervorsatz und dann geht es in den Kutter. Und das fertige Brät kommt dann in unseren Füller. Da sitzt eine kleine Vakuumpumpe unten drin. Und dann kommt die Tülle drüber und der Darm. Und der wird uns dann die Masse in den Darm füllen. Und dann werden die Weißwürste portioniert und dann geht es in den Kessel zum Brühen. Die Därme, die werden jetzt dann in handwarmem Wasser eingeworfen, weil die sind in Salzlake drin sind, zur Haltbarkeit. Und dass auch kein zuschüssiges Salz nicht im Darm innen drin ist, werden die nochmal kurz durchgespült, weil sonst war die Wurst zu salzig. Dann werden wir das Wasser wieder rausziehen und das Salz mit dazu und dann kann man es aufziehen. So, Dominik,
schaust du kurz zu, wie der Markus das macht. Der wird jetzt die auch portionsgerecht manuell abdrehen. Jetzt sollte sie den Anfang. So, da kurz rüberdrücken, dann gebe ich mir mit dem Finger einen Schwung mit und komm dran. Schau, dass du mir die gleiche Größe hast. So, und ab in den Kessel. Langsam rein, zuerst. Die kleinen schmeißen, oder ist die Gefahr, dass sie sich eben wieder aufdrehen. Jetzt will ich es kurz so ein bisschen einsperren, sage ich mal. Dann wird der Darm schon mal angebrüht und dann dreht sich die Wurst nicht so leicht wieder auf. Wir haben heute gelernt, wie ein handwerkliches Fleischerfachgeschäft mit seiner Wurst eine starke Alleinstellung im Wettbewerb erlangt. Das Argument Nummer 1 dazu ist die regionale bäuerliche Fleischherkunft. Denn Herkunft und Haltung werden auch beim Verarbeitungsfleisch wichtiger. Und dann haben Metzger wie der Andreas Spürtel, den wir heute besucht haben, die Nase vorn. Argument Nummer 2, persönliche Verantwortung. Da ist einer, der ist ohne Wenn und Aber persönlich dafür verantwortlich. Der macht nicht heute Weißwürste und morgen Gebrauchtwagen. Und diese persönliche Qualitätsgarantie des verantwortlichen Meisters, die muss werblich ausgeschlachtet werden. Argument Nummer 3, Heimat. Das Fleisch ist von hier, die Mitarbeiter sind von hier und die Mitarbeiter ernähren mit dem Geld, das sie hier in der Metzgerei verdienen, hier ihre Familien. Die Kunden sind von hier. Alle sind auch so eine eingeschworene Gemeinschaft. Oder anders gesagt, sie bilden einen stabilen, regionalen Waren- und Wirtschaftskreislauf. Zu all diesen sachlichen Argumenten muss natürlich kommen, dass es hervorragend schmeckt. Und deshalb sitzen wir zum Schluss dieses Videos im Landgasthof Spürtel, der ist gleich neben der Metzgerei, beim Weißwurstfrühstück. Der Landgasthof Spürtel, das ist im Übrigen auch eine kulinarische Empfehlung für die Region Altötting. Ich sage Servus und bis bald. Sie wollen kein Video mehr verpassen? Abonnieren Sie jetzt den Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Weitere Infos zu unseren Themen finden Sie auf unserer Homepage www.gempel.de.